Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Path of Exile hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist Herr Thompson, aka Hexe Dezimal. Kannst du es auch noch auf Hexisch sagen, so? Oh. Hex-Hex? Hex-Hex? So, also, warum ist denn da ein Ausrufezeichen, wurde gerade eben gefragt. Da habe ich gesagt, da gehen wir gleich hin. Da gibt's Baumwurzeln. Findet einen Weg. Findet einen Weg in die Wahlruinen. Warum wollen wir blockieren nicht den Weg? Vielleicht könnt ihr hier später öffnen. Ach, wir können sie später vielleicht öffnen. Na, super. Heißt, wir müssen jetzt eine Kettensäge finden. Könntest du auch mit meiner Perspektive. Wäre eine Möglichkeit. Warum hast du es nicht probiert? Dann wird es nicht funktionieren. Achso. Na, das ist so. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier, sagen wir mal, Werkzeug dafür finden, dass die Baumwurzeln weggehen. Oder einen Zauber oder ähnliches. Wer bist du denn? Was habe ich denn jetzt überhaupt? Achso, jetzt hab ich. Und? Okay. Aber die Zombies glitschen sich durch. Hm. Das hilft uns jetzt nicht so sonderlich, glaube ich. Ich bin jetzt erstmal auf den zweiten Bogen gegangen, auf den ich neu habe, der jetzt quasi mehr Schaden pro Sekunde macht. Ach, guck mal, hier haben wir dann Münsterchen. Eieieiei, was war das denn? Los! Jetzt sollen wir noch einen Transporter stoppen, während wir hier gegen ein Monster kämpfen. Also, das ist ja wieder. Wo ist dieser blöde. Ich habe ein Level up. Und du hast dich aber. Was machst du denn hier? Wo sind der, den wir töten sollen? Ah, da ist er. Alles klar. Gut, komm mal her hier. Au, oh, die haben mal richtig schön einen auf den Nüschel. Was ist persönlich? Übernimmt er persönlich, hat er gesagt. Hast du gehört? Komm, geh doch mal drauf hier. Hat nicht gereicht? Was ist denn hier los? Do not worry, little beast. We are friends now. Schade. Komm, wir holen die Beste jetzt hier hinten noch weg. Grausamer Sabba. Einer will einer Business machen. Hast du gehört? Was sind das hier alle für Typen, die hier rumlaufen? Kommst du ja nicht mehr zum Looten hier? Ich verteile mal kurz einen Skillpunkt. Naja, ah, das kann ich auch machen. Und zwar gehen wir hier unten weiter und machen jetzt mehr Waffenkälteschaden. Wir müssen nachher hier hoch übrigens. Da kriegen wir nochmal. Oh, 30 zu Stärke, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Brauche ich das? 30 zu Stärke? Ich gerade nicht. Nee, das hat er nicht angehakt hier. Na gut. Wir werden den Punkt erstmal anwenden. Oh, da haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Schaden. So, hier mal ein paar Handschuhe. Du wolltest doch Handschuhe haben, ne? Ja. Gucken wir gleich mal, was das für welche sind. So. Wo haben wir denn hier noch? Wir haben noch irgendwo Viecher tot gemacht. Überall liegen hier Tote. Tote Viecher rum. Ach, du ahnst es nicht. Ja, komm mal her. Ja, finstere Faust. Ja, das hältst du nicht lange durch. Guck mal, bist du gestorben bei, ne? Hm. Gut, gucken wir doch mal, was haben wir denn für Handschuhe gefunden? Ich habe, jetzt los hier. Achso. Ach, kommen da noch welche?
Kann man nicht mehr in Ruhe gucken. So. Ich habe plattierte Panzerhandschuhe, erfordert 20 Stärke, nicht identifiziert, Rüstung 39. Was haben Sie für eine Stockbelohnung? Blau und zwei rote, wobei die zwei roten miteinander verbunden sind, der blaue mit den roten nicht. Okay. Bezahlen oder nicht? Und was hat er so für Werte? Ich habe jetzt noch keine Indentrolle draufgesetzt. Kann ich hier nicht sagen. Soll ich machen? Aber Rüstung und Ausweichwert und so. Fügt Angriffen 5 bis 8 Feuerschaden hinzu, 11% Blitzwiderstand. Okay. Ja. Nicht so. Nichts an. Okay. Danke. Komm, komm. Warte, ich muss das noch nicht. Passt halt nicht ganz so. Ja, ja. Oh, der Rest ist nicht so doll. Was hast du denn da schon wieder angelacht? Lass doch so mal nach, Mensch. Habe ich das Ding jetzt aufgenommen? Das scheiß Steppenzept aufgenommen. Ja, ja, komm mal her, ja, du geknieter Spion. Naja, tot. Gut. Klingt das jetzt so? Keine Ahnung. Irgendeine Quest oder so? Ich kann doch dir nicht sagen. Ah. Was ist das? Arktische Rüstung? Da habe ich eine Sockelung. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche, aber sie hat was mit Eis zu tun. Das ist ein grüner Sockel-Dingsbums. Ein Sockelstein. Jo, wer seid ihr denn? Tot seid ihr. Achso, ja gut. Das ist natürlich eine Eigenschaft, die ich mag. Hier rennt wieder ein Fuchs rum, aber den kann man ja nicht jagen. So, von hier unten kommen wir doch, oder nicht? Ja, hier kommen wir doch her. War hier sonst noch irgendwas, wo man hingehen konnte? Nach unten kann man gehen. Irgendwo war doch hier was mit den Bäumen, oder nicht? Ja, in der Mitte vom Gebiet war. Ah, wir mal gucken, ob wir da nicht noch was finden, womit wir die Bäume wegkriegen. Hast du da viel zu tun? Vielleicht müssen wir auch mal in die Stadt reisen, dass die uns irgendwas sagen können, was wir damit machen können. Ja, also wir reden nochmal mit dem Oak, vielleicht kriegt das was. Oh, quatschen. Ist jetzt schon offen. Quatschen mal an. Also ich hab nichts gefunden. Na, ich kann nur sagen, ich habe meine Meinung geändert. Also kannst du ihn umhauen wollen. Ja. Na gut. Und Eramir will anscheinend, dass wir ihn. Hast du nochmal da oben hingeguckt bei den Bäumen, ob er da jetzt durchkommt schon? Ich mach mich mal auf den Weg. Naja, nee, ich bin ja dran. Lass mich laufen. Bin ja schon quasi da. So, Baumwurzeln. Vielleicht später, sagt er. Tja, dann lass uns mal kurz in die Stadt gehen. Vielleicht kann uns da einer was zu erzählen. Gucken wir doch mal, wen haben wir denn? Ja, ja, nee. So, wen haben wir denn hier? Kannst du mir was zu den Baumwurzeln sagen? Nee. Hast du irgendwas? Baumwurzeln? Nee, Banditenfürsten hast du hier. Na gut, ich habe ein paar Gegenstände, die ich dir verkaufen kann. Zum Beispiel ein Kriegsschwert, das Ding. Oh, warte mal. Den muss ich mal identifizieren, muss ich mal gucken, was der macht. So, 3 bis 7 physischer Schaden und 12 globalen Multiplikator mit kritischen Treffen. Oh, das ist gar nicht mehr so schlecht. Aber 4 Leben für jeden Gegner ist natürlich auch gut, ne?
Nee, verkaufe ich. Going? Nee, kaufen wollte ich gar nicht, ich wollte verkaufen. So. Angenommen. Travel far. So, Truhe. Die kann ich noch nicht mal verwenden, dieses Ding hier. Naja, gut. Aber was fehlt mir denn da? Intelligenz fehlt mir da. Mhm. Oh, das ist ja wieder typisch. Immer bin ich zu doof dazu. So. So. Gut. Ich würde sagen, ich bin dann erstmal wieder. Wo gehen wir denn dann hin? Dann müssen wir doch da eigentlich gar nicht zurück, oder? Bevor ich lande, weil da können wir ja jetzt nichts machen. Ja, oder zu den Flussläufen. Zu den Flussläufen und von da aus dann weitergehen in das Unbekannte da. Mal zur Menagerie. Zur Menagerie? Meinst du, da geht wieder was? Das zweite Mal. Greetings. Wo ist denn der Typ? Da. Mal gucken, wo da mal hin. Das könnte man machen. So, dann gucken wir noch mal, was da los ist. So, kann ich da jetzt das nächste Rezept anstarten? Gürtel. Ja, das wird gehen. Das wird gehen. Soll ich jetzt erst zu dir rüberkommen? Wie du willst. So. Dann komme ich erst zu dir rüber. Okay. Boxen wir bei dir mal kurz die ganzen Viecher tot und dann können wir bei mir auch noch mal probieren. Gucken wir, was wir da kriegen für einen Gürtel. Hallo, ich bin da. Okay, dann geht's los. Irgendeiner haut mir hier ganz schön auf den Sack. Oha. Ich bin drauf gegangen. Ich glaube, ich komme da jetzt nicht mehr mit rein. Ich kann leider nicht dran teilnehmen, ich kann ja von außen nicht reinschießen. Ja. Aber mich hat der Gorilla ganz schön schnell runtergeboxt. Wie sieht's aus? Eieieiei. Wie viel leben noch? Ich hab's. Sehr schön. Na dann. Plus 31 zum maximalen Leben, plus 26 Stärke, plus 25 Intelligenz, plus 18% Kältewiderstand. Ja, das ist ziemlich krass. Jo, dann hoffen wir mal, dass ich bei meinem jetzt hier nicht sterbe, wa? Ich komm gleich. Hm? Jo. Errungenschaft abgeschlossen, Unikat. Ah ja. Irgendwie, ich kann nie alle Skills dann nutzen, weil ich so viele Tasten habe. Naja. Bin ready. Okay, dann sag ich mal. Feuer. Okay. Bin gleich mal Half-Life gewesen.
Wer ist jetzt dran hier? Wie muss ich jetzt hier noch eine geben? Ich muss noch ein bisschen laufen hier. Ja, mach ruhig. Hui, was habe ich gekriegt? 35 maximale Leben, 25 Stärke, 25 Intelligenz, 14 Kältewiderstand, 0,4% physischer Angriffsschaden werden als Leben geraubt und 0,4% des physischen Angriffsschaden werden als Mana geraubt. Mhm. Ja. Ziemlich schick. Nächste können wir noch nicht machen, oder? Nee, ich habe ja noch nichts Neues. Ja, stimmt. So. Jo, dann mache ich mal jetzt gleich immens weniger Schaden. Weniger Schaden? Ja, ich mache weniger Schaden. Aber ich kann jetzt den einen hochstufen hier. Was hattest du am anderen drauf? 20% erhöher globalischer physischer Schaden. Okay. Und die höhere Stärke gleicht das nicht aus? Nee. Egal, einmal kurz anlegen, dann kriegt man ein Achievement. Hm. Aber hart erkämpft. Dann gehen wir zu den Fluss laufen, oder? Ja. Gucken, wie sich damit kämpft. Vielleicht hat er ja andere Eigenschaften, die ganz gut sind, die da gut passen zu. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier haben wir da schon wieder so ein. Nee, diesmal eine Burg. Was ist das eigentlich so aus hier? Oh, mein Kidney! Good choice, Exile. Yep, you won't regret this. Just kidding, Kurt. That would only slow me down. Murmelt er denn wieder für ein Mist hier? Mann. Und Fleischhändler oder Fleischständer? So, was hat er denn hier vorne schon das liegen? Alles irgendwie nicht so doll. Theoretisch könnte man das auch machen. Nicht hier nur irgendwas Interessantes, also irgendwie finde ich. So richtig was Interessantes finde ich hier nicht bei. Lass uns das mal durchgucken hier noch. Vielleicht nur noch was Schöneres. Wo bist du jetzt? Ach, da oben schon. Bin ich schon wieder doch ordentlich durchgelaufen hier.
Was ein Typ. Da liegt ein Quarzzepter rum. Aber grau. Da haben wir das schon mal. Wo ging das weiter in das nächste Gebiet? Wo war das? Weißt du das noch? Ich hätte gesagt, dass es oben links weiter geht, aber... Hoppala. Also hier geht's irgendwo hin? Wo geht's denn hin? Waldlager? Ja, zum Waldlager, da kommst du zur Stadt. Hm. Ah, die Biester sind alle weg, also die Quest, wenn du die einmal abgeschlossen hast, kriegst du die nicht wieder. So, gucken wir weiter. Was ist das hier wieder? Nichts Besonderes. Ja, ist ja gut. Komm her, weißer Zahn. Noch wer hier? Ohne Fahrschein? Äffchen an sich, ne? Aber hier geht's irgendwo weiter. Ich werde zu langsam. Och, wer ist er denn? Blauer Rücken. Da gibt's neue Handschuhe und ein großes Lebensfläschchen, hochwertig, falls du ihn brauchst. Wahlknochenrapier. Auch was er für ein Nahkämpfer, nicht? Aber ich glaube, wir haben irgendwas ausgelassen am, von dem anderen, wie ich mal deine Viecher erschießen will. Weil am Ende von Kapitel 1 soll man eigentlich in irgendein Labyrinth kommen, hat man mal erzählt. Waren wir hier schon mal in irgendein Labyrinth? War das nicht das, diese Prüfung? Ja, haben wir die abgeschlossen, die Prüfung? Das hieß ja eigentlich... Bin mir noch nicht sicher, also irgendwas ist komisch. Weil ich gerade wieder überlege, wie ich hier meinen Typen skillen soll und oder weiter skillen soll und da an einer Stelle von der Skillung eine Rede ist, die ich einfach nicht finde, wo ich das machen kann. Das ist mit einem Assistenten oder so. Da hast du ja auch noch nichts, ne? Diesen Aszendenten-Dingsbums da, was wir da in der Prüfung machen sollen. Da kannst du dir ja auch irgendwas raussuchen, was du dann noch extra skillen kannst. Genau. Aber wie gesagt, das Spiel ist eine Wissenschaft für sich. Ja. So, hier ist der Westwald. Machen wir das schon mal? Nee, ne? Hä? Na, dann gehen wir doch mal rein. Erst nach der Westwald. Das ist ja eine Quest. Na dann. Machen wir das doch mal. Och.
Sinnlos. Warum denn so aggressiv? Das ist da ein Schwert. Das ist ein Weg. No. Gehen wir doch mal hin, ne? Zum Wegpunkt. Oh, von der Zeit her ist das auch schon wieder ganz gut. Würde ich sagen, das war eine Runde. Was? Ja, ja. Ich klicke jedes Mal diese Yun an hier, wenn ich hier durchlaufe. Ich würde sagen, das war eine Runde Path of Exile hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir werden ein paar Sachen verkaufen oder in die Kiste legen, je nachdem, wie es uns gefällt. Und der Tom ist immer bei uns. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis dann. Tschüss. Servus.